So, wir sind jetzt in Novi Sad angekommen und haben uns für eine Nacht ein Hostel gemietet. Ich kann euch mal zeigen, das sind unsere Betten. Hier steht unser ganzes Gepäck. Das Zimmer haben wir für uns alleine gemietet. Hier oben gibt es noch einen Fernseher. Hier haben wir gerade alles ein bisschen ausgebreitet. Unser neuer Laptop, wo ich gerade versuche, die ersten Videos zu schneiden. Später gehen wir mal in die Stadt. Aktuell ist es gerade etwas gewitterig. Und deshalb hocken wir gerade noch gemütlich hier. Toffer ist gerade unten und bezahlt das Hostel. Und nachher schauen wir mal, was so abgeht in der Stadt. So, auf geht's in die Stadt. Bei richtig tollem Wetter. Schön hier, oder? Ja. Direkt auf die Burg gestiegen. Es ist super windig. Toffer geht es leider nicht so gut. Der hat Bauchweh. Gucken wir jetzt kurz, ob es hier noch was Spannendes gibt. Da hinten unten, da sieht man, ist so ein Tor. Das werden wir nachher vielleicht besser sehen. Also sowas wie das Stadttor, das alte. Da werden wir dann Novi Sad verlassen, denke ich mal. Dann wieder on Tour begeben. Market, ha? Huh? Sollen wir da rein? Weiter hoch. Es geht in die Richtung.
Nein, gib mir den Geldbeutel. Ach, wir fahren gerade aus. Trink was. Kommen an die Donau von hier aus. Kurz davor, weil unten ist halt die Hauptstraße und der Bahnsteig dazwischen. Was hast du gesagt? Wie viele Kilometer haben wir denn schon? Davor? Wie viele Kilometer haben wir denn schon? 15, noch nicht mal. Ja, ich hab gerade gedacht, aber so lange bis wir nicht mehr kriegen. Ich habe jetzt den ganzen Weg gewissen. Geht jetzt halt wieder bergauf. Wollen wir hier einfach runterfahren? Sollen wir? Tunnel. Ja. Ja, rechts runter. Gehst du da runter? Nee. Doch, können wir machen. Weil du jetzt gesagt hattest, wir fahren so weit, wie wir kommen. Aber. Ja, bist du da drüber oder? Da ist der Luftraum. Da ist ja schon ein Brett hingelegt. Ja, durchgebrochen. Ja. Da auf der einen Seite am Wasser ein Haus steht, erkunde ich noch die andere Seite, um zu schauen, ob wir einen Schlafplatz für die Nacht finden. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber da Toffer auf Google Maps einen Campingplatz in der Nähe findet, entscheiden wir uns weiterzufahren. Ja, und wo ist der jetzt, der Campingplatz? Da, wo der Ding angezeichnet ist. Hoch ist, sieht der Campingplatz. Wie sich gleich herausstellen wird, ist der Campingplatz nur ein leeres, abgesperrtes Grundstück. Zum Glück fährt direkt an dem Campingplatz ein junger Typ an uns vorbei, den wir fragen, ob er weiß, ob es hier einen Campingplatz gibt. Er rät uns, zu der nächsten Gaststätte zu gehen, weil der Wirt gerne Fahrradfahrer bei sich aufnimmt. Guten Morgen. Nachdem der Toffer gestern starke Bauchschmerzen hatte und Fieber, haben wir uns entschieden, hier in diesem kleinen, wie würde ich es nennen, Ressort zu verweilen. Haben jetzt mit Frühstück zusammen 40 Euro gezahlt. Das ist ein bisschen mehr, aber für den Toffer hat es auf jeden Fall gut getan.
So konnte er sich erholen. Heute geht es ihm schon wieder gut. Und das ist hier eigentlich super nett. Hier ein kleines Restaurant mit Blick direkt auf die Donau. Sogar mit Pool, aber das war uns dann doch ein bisschen zu kalt. Es ist eigentlich warmes Wetter, aber es ist super windig. Da hatten wir jetzt keine Lust, also Toffer sowieso nicht, ne? Und dann gibt es hier eben diese kleinen Bungalows, in denen man hier wohnen kann. Ist eigentlich super süß alles hier aufgemacht. So ein bisschen im Vintage-Look hier. Weiß nicht genau, was das ist. Und das hier oben ist unsere kleine Hütte. Da werden wir mal kurz reingucken. Das wird gerade schon am Zusammenpacken. Hallo. Ein kleiner Fernseher, den brauchen wir in der Regel nicht. Und das Sofa haben wir auch nicht gebraucht. Bei uns sieht das Ganze mit dem Gepäck immer ein bisschen chaotisch aus. Braucht immer viel Platz. Aber ist ja unser ganzes Hab und Gut. Hier ein kleines Bettchen. Ist auch schön sauber hier oben. Weiß nicht, war vielleicht mal auch eine Schlafecke. Und hier das Bad. Haben wir heute Morgen schon geduscht. Ja, und das Geilste ist eigentlich der Blick nach draußen. Für 40 Euro so ein Ausblick finde ich in Ordnung. Starten wir den Tag direkt mit einem Berg. Wenigstens wird es dann gleich warm.
Wir sind auch hier kurz vor Belgrad, beziehungsweise vom Zentrum von Belgrad. Wir sind heute nochmal in der Altstadt von Belgrad unterwegs, beziehungsweise die alte Altstadt. Es gibt nämlich noch eine neue Altstadt. Das ist jetzt so unser erster Stop. Ach, witzig. Schon wieder hier. Die Deutschen, die sind doch überall, oder? Schön hier, wa? Schön Malereien an den Wänden. Und dann verlassen wir Belgrad auch schon wieder und machen uns auf den Weg nach Šabac. Laut Navi hätten wir jetzt gerade mit einer Fähre über die Dame rüberfahren sollen. Die Fähre war auch da, aber kein Fährmann. Da vorne kommt noch eine Brücke, aber es ist also eine Autobahnbrücke. Ich hoffe, es kommt noch eine normale Brücke. Es sind jetzt noch 90, 85 Kilometer bis nach Šabac. Wir haben 2 Uhr, glaube ich. Also easy going. Und wenn da keine Brücke ist, dann sind es halt nochmal 100 Kilometer. Kein Problem. Gebucht. Also das war ein Hostel für 2 Nächte, wo wir mal ein bisschen Pause machen wollen. Hui! So, heute Morgen haben wir Belgrad besichtigt und dachte uns, ja, wenn wir ewig die Unterkunft gebucht, von dem her ist es nicht so schlimm, wenn wir erst spät ankommen. Ja, jetzt fahren wir auf der falschen Seite vom Fluss und brauchen dementsprechend natürlich auch mehr Kilometer bis zum Ziel. Aber jetzt nicht mehr die Donau, sondern die Save. Thank you.
Donau jetzt verlassen. Endgültig. Aber jetzt fahren wir wieder eher gen Westen Richtung Sarajevo. Und kommen also demnach auch nicht mehr zurück an die Donau. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie viele Kilometer wir heute durch diesen Umweg machen. Und das an einem halben Tag. So der Fahrschule oder was? So GTA-mäßig. Wer am meisten Fahrradfahrer mitnimmt, hat gewonnen oder was? Beautiful. Habe ich jetzt immer weiter wegkommen von der eigentlichen Route und sagen wir nochmal so den Teil hat, wo wir lang müssen. Und die Kilometer explodieren, jetzt sind schon 104, weil wir uns zurückschicken will. Gehen wir jetzt mal kurz in ein Restaurant und fragen, ob man kurz ein Internet benutzen darf. Also das hat geklappt, habe Internet bekommen. Und ich darf morgen den Tag organisieren, das ist nämlich nicht mal ein Kilometer länger. Was? Ja. Mal einen Kilometer. Nee, genau gleich. Von hier aus jetzt halt. Jetzt sind es 30, jetzt sind es noch 62 und wir sind 27 gefahren. Genau 90 Kilometer. Wenig Sonne. Ja. War schön. Die erste Nachtfahrt. Ja. Erste Welpe. Viel Verkehr, wenig Verkehr. Gute Nacht. Danke, Oma, im Auto.